Hallo liebe Freunde, zu einem neuen Video. Das Jahr 2019 ist fast vorbei und mit diesem Video möchte ich euch frohe Weihnachten wünschen und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Heute mache ich ein bisschen zurückschauen und ein bisschen nach vorne. Also ich meine eher so im übertragenen Sinne. Im Jahr 2019 habe ich 40 Videos hochgeladen. Das ist um einiges mehr wie letztes Jahr. Über 1200 Leute sind neu auf diesen Kanal aufmerksam geworden. Und meine Videos wurden gesamt 120.000 Mal angeschaut im letzten Jahr. Und dafür möchte ich euch vom ganzen Herzen danken. Ich danke euch für jeden View, für jeden Kommentar, für eure Vorschläge, was die Videos betrifft, fürs Nachkochen der Rezepte. Vom ganzen Herzen vielen, vielen Dank. Allerdings war das Jahr nicht nur erfolgreich, sondern für mich auch ziemlich anstrengend. 2018, letztes Jahr, habe ich viel, viel weniger Videos gemacht wie dieses Jahr und war am Ende des Jahres ziemlich ausgebrannt. Und dieses Jahr bin ich nicht ausgebrannt, ich glaube, ich bin eine Stufe dahinter, also weiter. Ich bin ziemlich am Ende. YouTube ist für mich ein Hobbyprojekt und neben Vollzeitarbeit und zwei Kindern ist das inzwischen fast kein Hobby mehr, sondern eher ein Kraftakt geworden für mich. Fast jede Woche eine neue Idee haben, ein neues Konzept schreiben, zu filmen, zu schneiden, zu veröffentlichen. Das ist eine zeitaufreibende Sache. Es vergeht kein Tag, wo ich mir denke, Franz, hör doch einfach auf damit. Schmeiß alles hin. Mach einfach keine Videos mehr, dann hast du es ein bisschen einfacher. Weil viel mehr Zeit für YouTube kann ich nicht investieren. Dazu ist dieser Kanal einfach zu unerfolgreich. Ich kann das, was ich investiere, nicht mit Geld irgendwie wieder rückerstatten. Ich mache das wirklich alles for free quasi. Im Großen und Ganzen ist es ist eigentlich fast gratis, was ich mache. Und auf der anderen Seite schauen aber zu viele von euch zu, als dass es mir leicht fallen würde, aufzuhören. Mit diesem Video mag ich euch nur sagen, dass ich nicht weiß, wie es nächstes Jahr weitergeht. Vielleicht kommen gleich viele Videos, vielleicht kommen viel, viel weniger Videos und vielleicht kommen gar keine Videos mehr. Ich glaube das zwar nicht, aber es ist mir nur wichtig, auch mal euch an meinen Gedanken teilhaben zu lassen. Das ist das, was mir schon seit sehr langer Zeit im Kopf herumgeht und jetzt ist es mal ausgesprochen. Was ich aber schon weiß, ist, dass es die nächsten Wochen keine Videos gibt. Das weiß ich fix, weil da bin ich in Teneriffa und da habe ich nicht vor, sonderlich viel zu machen. Das ist nämlich mein Jahresurlaub. Ich habe jetzt ein Jahr wirklich fast ohne Pause durchgearbeitet und jetzt brauche ich Urlaub. Wundert euch also nicht, wenn die nächsten Wochen nichts kommt von mir. Und ich wünsche euch auf jeden Fall, dass ihr auch zur Ruhe kommt, dass ihr eine schöne Weihnachtszeit habt, dass ihr ein schönes neues Jahr reinrutscht. Und ich hoffe, wir sehen uns dann wieder, wann und wie auch immer, das wird sich zeigen. Ich wünsche euch alles, alles Gute. Vielen Dank für alles. Und es ist sehr schön mit euch. Ich wünsche euch alles Gute. Bleibt brav, euer Franz. Tschüss.